Eine der schwierigsten Entscheidungen im Dualseelenprozess kommt immer wieder, vor allem am Anfang und in der Mitte. Später dann hat man es sehr stark im Gefühl, was das Richtige ist. Ich weiß aber von meinen Klienten, wie sehr sie das beschäftigt und wie sehr es auch mich beschäftigt hatte. Die Frage, ob man dem Geliebten oder der Geliebten schreiben soll oder nicht. Ob es der richtige Zeitpunkt für eine Meldung ist. Oder ob es besser wäre, Stille zu bewahren, einen Rückzug zu respektieren. Und die Antwort auf diese Frage, wir kennen sie. Unser Herz weiß, was das Richtige ist für uns und für den Geliebten. Nur ist es oft so schwierig, an diese Antwort heranzukommen, weil sie verschleiert ist. Hinter unseren Ängsten. Und Ängste sind niemals ein guter Ratgeber. Da ist in erster Linie die Angst, den anderen bedrängen zu können. Ihn zu bedrängen, ihn zu nerven, ihn zu stören und dadurch zu verlieren. Dies ist die größte Blockade, das stärkste Hindernis, das möglicherweise verhindert, dass eine angemessene Meldung abgeschickt wird. Angemessen in dem Sinne, dass sie aus Liebe gesendet worden wäre. Denn diese liebevollen Impulse zu unterdrücken, ist ebenso wenig dienlich wie aus Bedürftigkeit zum falschen Zeitpunkt, ja, sich zu zeigen und zu erwarten. Die gute Nachricht ist, dass alles, was wir im Dualseelenprozess an Fehlern begehen, erstens immer nur Fehler in Anführungsstrichen sind, weil im Endeffekt wir dadurch doch auch weiterkommen, wenn vielleicht auch über einen kleinen Umweg. Und zweitens, dass solche Dinge sehr schnell ausgebügelt werden, geglättet werden vom Strom der Liebe. Das sind nur kleine Wellen an der Oberfläche eines riesigen, unendlichen Ozeanes. Und es spielt im Grunde nicht so die große Rolle, ob wir ihm heute schreiben oder erst übermorgen oder vielleicht auch erst in 3 Monaten, denn es findet sich alles. Dennoch möchte ich versuchen, hier ein paar Hinweise darauf zu geben, wie man die beste Entscheidung zu treffen lernt. Vor allen Dingen ist es die Fähigkeit zu unterscheiden, woher der Impuls kommt. Kommt er aus der Seele, dann ist er gut. Oder kommt er aus dem Ego, dann ist er schlecht, in Anführungsstrichen, beziehungsweise nicht dienlich. Wenn wir aus Bedürftigkeit schreiben oder weil wir etwas wollen, weil wir eine Antwort bezwecken,
um gezeigt zu bekommen, dass der andere noch da ist, dann spürt unser Gegenüber das mit Sicherheit und wird entsprechend reagieren, entweder gar nicht oder abweisend. Wenn aber unsere Nachricht aus reiner, bedingungsloser Liebe in den Äther geschickt wird, wenn wir keine Antwort fordern, sondern uns einfach nur in unserer Liebe zeigen möchten, um die Verbundenheit zu pflegen, dann wird unser Adressat sich darüber freuen. Und er wird die Freiheit spüren, die in jedem Buchstaben mitgeschickt wird. Selbst wenn er oder sie zu den Menschen gehören, die von sich aus kaum oder gar nicht schreiben, wie es ja bei den meisten Gefühlsklärern der Fall ist, heißt das nicht, dass wir denken müssen, ach, der schreibt mir nie, deswegen schreibe ich ihm auch nicht. Das wäre auch wiederum Ego, denn wir sind nun mal verschieden in unserer Aktivität, verschieden angelegt, diametral, dual, entgegengesetzt angelegt. Und authentisch zu sein heißt, auch wenn man zu denen gehört, die eben gerne kommunizieren, dem auch zu folgen und das nicht zu unterdrücken aus einem falschen Stolz heraus, in dem Sinne, naja, der muss sich bei mir ja genauso oft melden wie ich bei ihm, aber das ist keine mathematische Aufgabe. Dann gibt es natürlich die Frage, wie man das unterscheiden kann, woher der Impuls kommt. Ich sage ganz ehrlich, das ist am Anfang des Prozesses unglaublich schwer. Wenn man weggerissen wird von seiner Sehnsucht und nicht mehr klar denken kann, dann muss man eben manchmal einfach die Erfahrung machen, auch einmal zu viel zu schreiben. Man wird schon sehen, was man davon hat. Aber das wird uns nicht übel genommen. Kann schon sein, dass man sein Dual ein wenig nervt, aber das geht auch vorüber. Also wichtig ist, es nicht so dramatisch zu sehen. Ja, und nach und nach bekommt man ein Gespür dafür, woher diese innere Bewegung kommt. Und in dem Maße, wie man ein Gespür dafür bekommt, entsteht diese Schwingung des "Ich möchte ihm jetzt was schicken" auch immer mehr auf der seelischen Ebene und nicht mehr auf der Ego-Ebene. Das heißt, hier arbeitet die Zeit für uns, wie ja insgesamt im Dualseelenprozess die Zeit unsere beste Freundin ist. So, und dann gibt es natürlich noch den Aspekt, was schreibe ich ihm? Also wenn man sich erstmal dazu durchgerungen hat, es zu tun, geht es ja auch noch um die Wortwahl und vielleicht auch um die Wahl der Smileys. Spontan würde ich sagen, das, was euer Herz euch eingibt, ehrlich, bei sich seiend, die eigenen Gefühle ausdrückend.
ohne Scheu. Aber es muss ja auch nicht immer ein Gefühlsausbruch sein, den wir da loslassen. Ein kleiner Gruß oder ein kleines Wie geht es dir? Ein kleines Wie geht es dir, ohne eine Antwort zu erwarten. Das ist die Kunst. Es ist seine Entscheidung, ob er antwortet oder nicht. Und wir lassen diese Entscheidung vollständig bei ihm. Ich möchte noch hinzufügen, dass auch und gerade in Zeiten der elektronischen Datenübertragung ein handgeschriebener Brief als Kommunikationsmittel unübertroffen ist. Denn in der Handschrift wird so viel von der eigenen Seele, von der Energie transportiert. Man hat ein Stück Papier in der Hand, man spürt die Mühe, den Aufwand. Also wenn ihr wirklich was, auch was Ernsteres, was Wichtigeres auf dem Herzen habt, dann denkt mal darüber nach, ob ihr nicht mal wieder einen Brief schreiben wollt. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen von Herzen bedanken, die mir eine Spende übermittelt haben für mein WLAN, für meine mobilen Daten, damit ich meine Videos auch in Spanien hochladen kann, weil ich hier kein WLAN habe und auch nicht zu den Plätzen gehen kann. Ich sitze immer noch in Quarantäne, in strengster Quarantäne seit mehr als 6 Wochen. Also vielen Dank, bei vielen habe ich mich auch persönlich bedankt, bei allen war das nicht möglich und ich weiß das so sehr zu schätzen. Es gibt mir ganz viel Kraft und ich mache gerne weiter mit meiner Arbeit hier. Und vergesst nicht, ihr könnt euer Dual niemals verlieren. Selbst wenn ihr in Tag und Nacht ununterbrochen mit Nachrichten bombardieren würdet, wäre das nicht möglich. Er könnte euch vielleicht blockieren, zeitweise, aber verlieren könnt ihr ihn nicht. Ja.